Guten Morgen an alle. It is nice to be here with you in Germany. Es ist schön, hier mit euch in Deutschland sein zu können. I can truly say that I have really enjoyed my time in your beautiful country. Ich kann aufrichtig sagen, dass ich es wirklich genossen habe, hier in eurem schönen Land zu sein. And I plan to be here for a few months more. Und ich plane auch noch weitere Monate hier zu verbringen. Until I can also speak your beautiful language. Bis ich dahin gelange, auch eure schöne Sprache zu beherrschen. I have made some progress, but we are going to allow Robert to do it properly for us this morning. Ich habe schon einige Fortschritte erzielt, aber wir werden heute noch mal auf die Übersetzung zurückgreifen. Yeah, so this morning we are going to look at what role Daniel 8 played for Adventists in the past and what it means for us today. Und heute Morgen wollen wir uns damit beschäftigen, was hat Daniel 8 für die Vergangenheit, für unsere Vergangenheit bedeutet und was bedeutet es für uns heute hier und jetzt? And to be able to answer that question, we need to know the answer to yet another question. Und um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir die Antwort auf eine andere Frage. What happens when you place your hope in God and get disappointed? Was passiert, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt und du wirst enttäuscht? Is that simply it, or will God give you something instead of what you hoped for? War es das dann einfach, oder gibt dir Gott etwas anderes anstelle dessen, auf das du gehofft hast? And will that something else be better, and what does better mean? Und wird dieses andere, was Gott dann gibt, besser sein, und was heißt es dann, das besser? Now this matters a lot for two reasons. Das ist wichtig aufgrund von zwei Gründen. The way you answer this question will define Adventism for you. Denn die Art und Weise, wie du diese Fragen beantwortest, wird den Adventismus für dich definieren. You see, Daniel 8 gave Adventists a great hope. Daniel 8 hat schließlich den Adventisten damals eine große Hoffnung geschenkt. And it also caused them a great disappointment. Aber auch eine große Enttäuschung verursacht. And the second reason is that we all go through disappointment in life. Und der andere Grund ist, dass wir alle in unserem Leben durch Enttäuschungen gehen. So what we believe about God and disappointment will influence our own religious experience. Also was wir glauben in Bezug auf Gott und auf die Hoffnung und auf Enttäuschung wird auch unser eigenes Leben prägen. Now I'll give you the answer right away, but then we'll go through it together. Wir werden die Antwort jetzt gleich geben, aber dann noch mal gemeinsam genauer durchgehen. I believe that when you put your hope in God and get disappointed, God will give you something better. Ich glaube, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt und du wirst enttäuscht, dann wird Gott dir anstelle dessen etwas Besseres geben. In Ministry of Healing, Ellen G. White writes that we are never called upon to make a real sacrifice for God. In dem Buch In den Fußspuren des großen Arztes von Ellen White schreibt sie, dass wir niemals aufgefordert werden von Gott, ihm ein wirkliches Opfer zu bringen. Even when we are called upon to surrender those things that are good in themselves, we may be sure that God is working out for us some higher good. Und selbst wenn wir etwas Gutes einsetzen für Gott, dann ist es am Ende so, dass Gott sozusagen noch etwas Besseres, etwas Höheres uns schenkt. So with that, let's look into the history of Daniel 8. Mit diesem Hintergedanken lasst uns jetzt an Daniel 8 gehen. Now, before we look at Miller himself and his study of the Bible, we need a little bit of historical background. Und wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen den historischen Hintergrund, in dem William Miller gelebt hat und bevor wir seine Interpretation anschauen können. What did people believe about Daniel 8 before Miller? Was haben denn die Menschen geglaubt über Daniel 8 vor Miller? And what did they think about the 2300 evenings and mornings? Und was dachten sie über die 2300 Abendmorgen? Well, Revelation 10 actually helps us a bit with that. Nun, Offenbarung 10 hilft uns da ein bisschen weiter. You know, we have been hearing sermons about Revelation 10 and the angel that has a little book and it's open. Wir haben Predigten gehört über Offenbarung 10 und diesen Engel, der da dieses kleine Büchlein in seiner Hand hält. And we know that this little book is Daniel for two reasons at least. Und wir wissen, dass dieses kleine Büchlein das Buch Daniel sein muss, auf,
Aufgrund zweier Gründe. Now if you go back one chapter in Revelation to chapter 9, that prophecy ends in 1814. Wenn man jetzt ein Kapitel nach vorne geht, nach Offenbarung 9, dann endet dieses Kapitel historisch gesehen 1840. So when we go to chapter 10, that should happen after 1840. Also wenn wir jetzt zu Kapitel 10 kommen, dann liegt es nahe, dass dieses Kapitel nach 1840 sich historisch erfüllen muss. It's also interesting that the book that the angel has is described as little and open. Außerdem ist interessant, dass dieses Büchlein in der Hand des Engels beschrieben wird als klein und offen, geöffnet. So that kind of implies that the book was closed before. Also anscheinend ist da die Annahme, dieses Büchlein war vorher geschlossen. And it's interesting that if we look into the Bible itself, it does talk about a book that was shut. Und wenn wir jetzt in die Bibel selbst schauen, dann ist es interessant, dass wir tatsächlich dort ein Buch finden, das vorher, das von dem gesagt wird, dass es verschlossen sein würde. So if you have a copy of that little book, then please turn with me to Daniel. Also wenn ihr eine Kopie von diesem kleinen Büchlein habt, dann bitte öffnet sie mit mir. Daniel Kapitel 8. And we'll look at, well, let's look at chapter 8 and verse 17. Und wir schauen dort auf Daniel 8, Vers 17. There an angel is coming close to Daniel and he says to him, understand, O son of man, that the vision is for the time of the end. Da kommt ein Engel, der nahe herantritt zu Daniel und in Vers 17 sagt, er sprach zu mir, merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht gilt auf die Zeit des Endes. So that's about the vision in chapter 8. Das bezieht sich auf die Vision in Kapitel 8. Now let's go to chapter 12. Nun lasst uns gehen zu Kapitel 12. And verse 4. Dort Vers 4. There Daniel is told, but you Daniel shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Und dort heißt es im Englischen, und du, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. So that tells us that Daniel was told to close his book and seal it until the time of the end. Also Daniel sollte das Büchlein verschließen und versiegeln bis zur Zeit des Endes. But Daniel doesn't himself tell us when is this time of the end. Aber Daniel sagt uns selber nicht, wann diese Zeit des Endes ist. But it's interesting that when we come just before the time of Miller, there was a massive explosion in the study of the book of Daniel. Aber es ist spannend zu sehen, dass es geschichtlich so war, dass in der Zeit kurz um Miller oder kurz davor die Erkenntnis zunahm, die Bibelerkenntnis, und man sich hier mit der biblischen Prophetie beschäftigte. So we have the book of Daniel in the time that was set in Revelation chapter 10 after 1840. Also hier ist dieses kleine Büchlein gesetzt historisch in eine Zeit nach 1840 laut Offenbarung 10. And it's open, it's being studied. Und es ist offen, es wird studiert. Now that's gives us some historical context, but then let's look at what did people actually believe before they started to study so intensively in that period. Und das war so der historische Hintergrund, und wir wollen jetzt schauen, was haben denn die Leute geglaubt, bevor da die Erkenntnis zunahm und man diese Kapitel besser verstand? Did they just read Daniel and when they came to chapter 8 they said, you know, that part is sealed, we'll figure that out later? Haben sie es damals so gemacht, dass sie Daniel gelesen haben und dann kamen sie zu Kapitel 8 und dann haben sie gesagt, naja, das ist ja der versiegelte Teil, den können wir nicht verstehen, das lesen wir später. No, it doesn't work that way, does it? And das läuft, war nicht so, oder? Sometimes when we don't know the answer, we actually have an even longer answer. Manchmal ist es so, wenn wir die Antwort nicht kennen, dann haben wir eine sogar noch viel längere, umfangreichere Antwort. The fact that the book was closed only meant that the people didn't have the right interpretation. It didn't mean that they had no interpretation. Dass das Buch verschlossen war, bedeutete nicht, dass die Menschen keine Interpretation hatten. Es bedeutete nur, dass sie noch nicht die richtige Interpretation kannten. Now, if I had a whiteboard and a lot more time and you had more patience, we could draw this out right here.
Also wenn ich jetzt eine Tafel hätte an dieser Stelle und wir noch viel mehr Zeit hätten, dann könnten wir das jetzt alles im Detail durchgehen. But you'll have to use your imagination and I have to use my hands. Also ihr müsst jetzt aber eure Vorstellungskraft verwenden und ich meine Hände. What basically happened through most of church history was that the interpretation of Daniel was mixed. Was in der Kirchengeschichte geschah, war, dass die Interpretation des Buches Daniel so gemischt war. What do I mean by that? Was bedeutet das? Well, imagine Daniel chapter 2. Stellt euch Daniel 2 vor. It starts in the time of the prophet. Beginnt zur Zeit des Propheten. And then it goes kingdom, 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 all the way to the kingdom of God. Und dann geht das Königreich, Königreich, Königreich und schließlich bis zum Königreich Gottes. It's the same with Daniel 7, right? Das gleiche in Daniel 7, richtig? From the time of the prophet all the way to the end. Von der Zeit des Propheten bis zum Königreich Gottes bis zur Zeit des Endes. And people kind of had the same understanding with Daniel chapter 11 and 12, from the time of the prophet to the end. Und die Menschen hatten die gleiche Vorstellung auch von Daniel Kapitel 11 und 12, von der Zeit des Propheten bis zur Zeit des Endes. But when it came to Daniel 8, it went kingdom, kingdom, kind of stop. Und als sie aber zu Daniel 8 kamen, da bemerkten sie, da ist ein Königreich und plötzlich eine Unterbrechung. Was war das? Now if you look with me in the beginning of the chapter, chapter 8. Wenn wir jetzt schauen an den Beginn Kapitel 8, we have two animals fighting, right? A ram and a goat. Da kämpfen zwei Tiere miteinander, ein Widder und ein Ziegenbock. And people knew, yeah, that is the kingdom of Medo-Persia and the kingdom of Greece. Und die Menschen wussten, das eine steht für das Königreich Medo-Persien und das andere für das Königreich Griechenland. And because the angel even says that. Das sagt schließlich der Engel im gleichen Kapitel. In verse 20 and 21. Vers 20 und 21. And after that, the angel even explains what the first horn of the second beast is. Und dann erklärt der Engel sogar, was das Horn des zweiten Tieres ist. That was Alexander the Great, the first and mighty king of the kingdom of Greece. Das war Alexander der große und mächtige König Griechenlands. When he died, there were few generals who divided his empire between themselves, and they became four. Und als dann Alexander starb, da gab es etliche Generäle, die dann unter sich das Reich aufteilten, und sie waren am Ende vier. And that fits also four horns on the goat, right? Und das ist genau, was hier steht in der Bibel. Aus diesem Horn gehen vier Hörner hervor. But then there comes another horn. Aber dann kommt da noch ein Horn. And that horn is described as persecuting the people of God. Und dieses Horn wird beschrieben als ein Verfolger des Volkes Gottes. It does something bad to the sanctuary. Es macht irgendwas Schreckliches mit dem Heiligtum. For 2300 evenings and mornings. Und das 2300 Abendmorgen lang. And for most of church history, people thought, ah, yes, that's Antiochus Epiphanes. Und für den Großteil der Kirchengeschichte glaubten die Interpreten, das ist Antiochus Epiphanes. How many here have heard of him before? Wie viele von euch haben yes, vorher von ihm gehört? He is ja. known in the audience. Er ist gut bekannt hier in der Hörerschaft. Well, it is true that Antiochus, he persecuted the Jews. Nun, es stimmt, Antiochus Epiphanes hat die Juden verfolgt. He defiled their temple. Er hat ihren Tempel entweiht. And all of this took just a matter of few years. Und das hat nur ein paar Jahre gedauert. So that seemed to fit, right? Das schien einigermaßen zu passen. Now, as time continued, some people started to have a problem with this. Aber als dann die Zeit voranschritt, da ging es los, dass einige damit Schwierigkeiten hatten mit dieser Interpretation. And some of them pointed out, shouldn't this chapter also go to the time of the end, because that's what the angel says? Und dann sagten einige, ist es nicht so, dass dieses Kapitel eigentlich auch bis zur Zeit des Endes gehen sollte, denn das ist ja, was hier geschrieben steht. Luther, for instance, thought, maybe it's both. It's this king, but also something in the end. Luther zum Beispiel glaubte, ja, vielleicht ist es ja dieser König Antiochus, aber auch noch zusätzlich ein König, der am Ende auftritt. And others started to move away from Antiochus and explore other possibilities. Und andere, die ließen dann Antiochus beiseite und schauten nach anderen Möglichkeiten. But as you can see, this kind of blocked the right interpretation for quite a while. Aber wie ihr seht, das hat die korrekte Interpretation für einige Zeit
verhindert. There was also another hindrance to people understanding this chapter. Und dann war da noch ein anderes Hindernis für das Verständnis dieses Kapitels. That started later and became quite general around the 18th century. Das kam erst später zeitlich zu tragen und hat dann die Menschen sehr beeinflusst. It was the idea that maybe the kingdom of God can start right now. Und zwar war das die Idee, dass das Königreich Gottes hier und jetzt beginnen kann. Jesus will come spiritually. Jesus wird sozusagen geistlich kommen. Everything is improving around us and becoming better. Alles um uns herum verbessert sich und wird immer besser. Hey, everyone is probably going to become Christian if we have long time enough. Ach, am Ende ist es doch so, wenn wir nur genug Zeit haben, wird doch schließlich jeder Christ. And there will be 1000 years of a golden age on earth. Und dann wird es so ein goldenes Zeitalter geben von 1000 Jahren auf dieser Erde. And this view is called postmillennialism. Und diese Sichtweise wird als Postmillennialismus bezeichnet. Postmillennium just means that Jesus is supposed to come after the millennium. Also die Idee dahinter ist, dass Jesus nach dem Millennium, nach den 1000 Jahren wiederkommt. What's so bad about that? Was ist daran so schlecht? Well, Ellen White writes in The Great Controversy that like every other error, the results of this one were evil. Ellen White schreibt dazu im Buch Großen Kampf im Englischen auf Seite 321, wie jeder andere Fehler waren auch die Ergebnisse dieses Fehlers schrecklich oder bösartig. Because it taught men to look far into the future for the coming of the Lord. Denn es lehrte ja schließlich die Menschen, in die ferne Zukunft zu schauen und dort erst das Kommen des Herrn zu erwarten. And it induced a feeling of confidence and security that was not really well founded. Und so people felt too secure. Und es verursachte so ein Gefühl von Frieden und Sicherheit bei den Menschen. Das heißt, die Menschen fühlten sich ihrer Sache zu sicher. Without really maybe even being Christians truly. Ohne wirklich echte Christen zu sein. And that was particularly bad because Jesus was in fact soon to come. Und das war besonders deshalb schlimm, weil Jesus ja in Wirklichkeit kurz davor stand zu kommen. And some people started to notice certain events and signs that pointed towards Jesus is actually coming soon. Und einige stellten dann fest in der damaligen Zeit, dass es da Zeichen gibt, die die nahe Wiederkunft Jesu andeuten. You have heard in some of the lectures here that 1798 was one of the topics that made people open their eyes. Und wir haben hier schon gehört in diesem Kongress, dass 1798 einer dieser Augenöffner war, historisch gesehen, für die Menschen damals. Because people thought, wait, if the 1260 years are over, the next thing in Daniel 7 is the final judgment. Weil die Menschen verstanden, wenn jetzt mit 1798 die 1260 Jahre zu einem Ende gekommen sind, dann ist ja das nächste, was in Daniel 7 beschrieben wird, das himmlische Gericht. And then people started to focus on Daniel 8. Und dann hat man den Schwerpunkt gelegt auf Daniel 8. And they said, wait a minute, couldn't it be that the 2300 are also a time period? Und dann hat man sich die Frage gestellt, könnte es nicht sein, dass diese 2300 Abendmorgen auch eine Zeitspanne darstellen? And it is here that Adventists enter into our story. Und hier geht es jetzt los mit den Adventisten in unserer Geschichte. Now in Revelation 10, the angel that has the book, in Offenbarung 10 hat der Engel dieses Büchlein. He gives it to whom? Wem gibt er dieses Büchlein? It's John the Apostle, right? Er gibt es dem Johannes, und zwar dem Jünger. That's a privilege to be represented by John the Apostle, don't you think? Ist das nicht ein Vorrecht, mit Johannes verglichen zu werden? That's the disciple that is written about that Jesus loved him. Denn das ist der Apostel oder Jünger, von dem Jesus gesagt hat, dass er ihn besonders liebte. And I think this symbolization is true. Und ich glaube, diese Symbolik ist wahr. William Miller and the Millerites were also men whom Jesus loved dearly. William Miller und die Milleriter waren Menschen, die Jesus liebte, besonders liebte. I think we sometimes fail to imagine how what caliber of character these guys were. Ich denke, manchmal ist uns nicht so bewusst, was für einen wunderbaren Charakter diese Menschen besaßen. You know what Ellen White calls the chapter about William Miller in The Great Controversy? Wisst ihr, wie Ellen White das Kapitel über William Miller in dem großen Kampf nennt? Anyone from the top of your head? Yes? Hier? Yeah, American reformer.
ein amerikanischer Reformator. And who are the reformers? Those are guys like Luther and Calvin. Und wer sind die Reformatoren? Ich meine, das sind doch Luther, Calvin. So that's not a bad connection either. Das ist keine schlechte Verbindung hier. But let's look at how Miller came to look into Daniel chapter 8. Aber lasst uns jetzt studieren, wie ist Miller dazu gekommen, Daniel 8 tiefer zu studieren? You have heard a little bit about his conversion story here in some of the lectures. Ihr habt schon ein bisschen von seiner Bekehrungsgeschichte gehört hier. It's chapter 18 in the Great Controversy as well. Das ist Kapitel 18 im großen Kampf. And I really encourage you to go and read that chapter. Und ich möchte euch ermutigen, das zu lesen, das zu studieren. We'll only kind of skip on stones. We'll only do some highlights here. Wir werden jetzt nur so von einem Stein sozusagen zum anderen springen, die Highlights herausgreifen. What I really like about the conversion story of Miller is that it doesn't begin with him like, let me crack the number code of the Bible. Was mich so beeindruckt und bewegt an der Bekehrungsgeschichte Millers ist, dass er nicht so herangegangen ist und sich gesagt hat, ja, ich will jetzt mal endlich dieses Zahlensymbolikrätsel der Bibel lösen. William Miller was simply a man who found Jesus Christ. Er war einfach ein Mann, der Jesus gefunden hatte. And when he was challenged by his friends about some inconsistencies in the Bible, he decided to study the Bible more. Und als er dann herausgefordert wurde durch seine Freunde und hingewiesen wurde auf einige, ja, anscheinbare Widersprüche in der Bibel, da begann er diese Bibel noch tiefer zu studieren. So that meant that he expected that he could understand the Bible. He expected clarity in the Bible. Also er ging davon aus, dass man dieses Wort verstehen konnte. Er ging davon aus, dass die Bibel klar spricht. And as he started to see that the Bible is harmonious. You can understand it. Und als er die Bibel studierte, kam er zu dem Schluss, die Bibel ist tatsächlich in sich harmonisch, man kann sie verstehen. And he looked at the prophecies of the Old Testament and how they are fulfilled in Christ's first coming. Und er schaute auf die alttestamentlichen Prophezeiungen und wie sie sich beim ersten Kommen Jesu erfüllt haben. And then he looked at the prophecies about Jesus' second coming. Und dann ging er hinüber zu den Prophezeiungen, die auf Jesu zweites Kommen hindeuteten. And then he thought to himself, but these seem to be literal prophecies. Und dann dachte er bei sich selbst, aber das scheinen ja buchstäbliche Prophezeiungen zu sein. They're not supposed to be spiritually fulfilled with a golden age. Die erfüllen sich nicht geistlich, da gibt es kein goldenes Zeitalter von 1000 Jahren auf Erden. He looked at some of the texts that talk about the second coming and saw it's literal and personal. Und er studierte das zweite Kommen in der Bibel und er fand heraus, es ist buchstäblich und persönlich. And he saw the kingdom of God cannot begin before the king comes. Und er hat festgestellt, das Königreich Gottes kann nicht kommen, bevor der König kommt. So first it is the second coming and then the saved will live with him. Also erst ist das zweite Kommen und dann werden die Heiligen mit dem Höchsten leben. I hope you're checking in your head like what I'm doing. I'm connecting dots here. Ich hoffe, ihr verfolgt das im Kopf und ihr verbindet hier die verschiedenen Punkte miteinander, die wir durchgehen gerade. Because what Miller was doing, he was throwing out postmillennialism. Denn was Miller tat, war, er verwarf den Postmillennialismus. And we already learned that was one of the hindrances to understand Daniel 8. Und wir haben ja vorhin gesagt, das war einer der Hinderungsgründe, warum die Menschen Daniel 8 nicht verstehen konnten. Now as Miller was looking into the prophecies about Jesus coming again, und als Miller diese Prophezeiungen über das zweite Kommen Jesu studierte, he believed that some of the time prophecies actually had something to do with the return of Christ. Da kam er zu dem Glauben, dass einige dieser Zeitprophezeiungen oder dass diese Zeitprophezeiungen mit dem zweiten Kommen Jesu in Verbindung stehen. And again I read from the Great Controversy. Und wir lesen nochmal aus dem großen Kampf. The prophecy which seemed most clearly to reveal the time of the second advent was that of Daniel 8. Zitat, die Prophezeiung, die am deutlichsten die Zeit des zweiten Kommens zu offenbaren schien, war die in Daniel 8, Vers 14. Zitat Ende. That speaks about the 2300. Und das sind natürlich die 2300 Abendmorgen. And I quote again, if then the correct starting point could be found for the 2300 days, Miller concluded that the time of the second advent could be readily ascertained. Und dann weiter im Zitat, wenn nur der korrekte Anfangspunkt dieser 2300 Tage gefunden werden könnte, so war der Schluss Millers, dass auch das Ende
des zweiten oder das, der, das Datum des zweiten Kommens mit Sicherheit festgelegt werden könnte. You have heard already how, why he thought that the 2300 referred to the Advent, right? Und wir haben schon gehört, warum er glaubte, dass die 2300 Abendmorgen mit dem Kommen in Verbindung standen. He thought the cleansing of the sanctuary had to do with Jesus cleansing the earth by fire when it would come again. Er hatte geglaubt, den damaligen Glauben, dass eben die Reinigung des Heiligtums stand für die Reinigung der Erde mit Feuer beim Kommen Jesu. But picture to yourself how exciting this must have been for Miller. Aber stellt euch vor, wie spannend das gewesen sein muss für Miller, das zu erkennen. The Bible can be understood. Die Bibel kann verstanden werden. There is a prophecy here that seems to point to when Jesus will come again. Und dann ist hier eine Prophetie, die scheint darauf hinzudeuten, wann Jesus wiederkommen wird. All the other prophecies have been understood. All die anderen Prophezeiungen sind verstanden worden. I must be able to understand this one as well. Ich muss in der Lage sein, auch diese verstehen zu können. And when Miller looked into the chapter, he saw that the angel was told to make Daniel understand this prophecy. Und als er dann studierte, stellte er fest, dass der Engel sogar die Aufgabe hatte, Daniel verstehen zu lassen, was das bedeutet. Now, what I'm going to do is that I'm going to jump here a little bit. Ich werde jetzt noch mal einen Sprung machen. I'm going to assume that you know parts of this story. Ich nehme an, dass ihr die Teile der Geschichte kennt. And I'm going to assume that if you don't, that you can find someone who can explain it to you. Und ich gehe davon aus, wenn ihr sie nicht kennt, dass ihr hier jemanden findet, der sie euch erklären kann. Because there are just some few points that I want to highlight in the story. Denn wiederum, wir wollen die Highlights herausgreifen, die Höhepunkte. I want to highlight what did Daniel 8 mean to the Millerites. Und ich möchte herausarbeiten, was bedeutete Daniel 8 für die Milleriten. Well, it meant that Jesus was coming to earth. Es bedeutete, Jesus kommt auf die Erde. Now we almost shut off our brain when we think about it because we were like, yeah, because they were wrong. Weil wir schließen da sofort unseren Verstand und denken, ja, das haben sie geglaubt, weil sie im Irrtum waren. So we sometimes fail to kind of step into their excitement. Und wir verpassen es, in ihre spannende Erwartungshaltung hineinzugehen. Have you ever tried to imagine the second coming of Christ? Habt ihr euch schon mal versucht, das zweite Kommen Jesu vorzustellen? Maybe you also shut your mind off there. Vielleicht verschließt ihr auch da euren Verstand oder eure Vorstellungskraft. I know it's going to happen, but it's going to happen a long time after my day. Ich weiß, das wird geschehen, aber das ist lange, lange nach mir. Well, it's going to happen, isn't it? Aber es wird doch geschehen, nicht wahr? So it's okay to imagine how it's going to be. Also ist es doch auch okay, sich vorzustellen, wie es sein wird. So at least so we can understand how the Millerites felt. Dass wir doch wenigstens verstehen und nachempfinden können, wie die Milleriten sich gefühlt haben müssen. It's a topic I can do no justice. Es ist ein Thema, dem ich einfach nicht gerecht werden kann, so umfangreich. I must leave it at this. They were excited people. Sie waren einfach voller Vorfreude. Do you think they needed evangelistic training? Meint ihr, sie brauchten evangelistische Ausbildung? Do you think they needed to be told you need to be more active in church? Meint ihr, man musste sie ermutigen, noch aktiver in der Gemeinde zu sein? No one needed to tell them this. Niemand musste ihnen das sagen. Jesus was coming to earth in just few years. Jesus kam schließlich auf die Erde zurück in nur wenigen Jahren. But oh, I know some people that don't know that. Aber Mensch, ich kenne ja Leute, die wissen das noch nicht. They must know. Sie müssen es wissen. And it's so clear in the Bible. Und es ist so klar in der Schrift. So they would go to their friends and they would say, I have to share something with you. Und dann gingen sie zu ihren Freunden und sagten ihnen, Mensch, ich muss was mit dir teilen. And they would tell the story in such a power that hearts would be melted. Und sie erzählten, was sie gefunden hatten in solch einer Herzenswärme, dass die Herzen weich wurden. There were thousands who joined the Millerites. Tausende schlossen sich den Milleriten an. They were expecting that Jesus would literally, truly come in their time, and they would see it happen. Und sie erwarteten Jesu Wiederkunft auf diese Erde, buchstäblich, persönlich und zu ihrer Zeit. But most people didn't like the idea. Aber die meisten Menschen mochten diese Idee gar nicht. It wasn't only met with ridicule. It was met with fury. Da hat man sich nicht nur spöttisch lustig drüber gemacht, sondern da sind auch manche, ja, die sind richtig wütend geworden. But there was a problem. Da war ein Problem. This truth about the 2300 days was so clear that a child could understand it.
Denn diese Wahrheit von den 2300 Abend und Morgen, die war so klar, dass selbst Kinder sie verstehen konnten. You know, we sometimes say like, oh, that's so complicated. Wir sagen manchmal, das ist so kompliziert. Ah, 1844, who knows how to do that? 1844, wer weiß, wie man da hinkommt. But did you know that Ellen White says in her autobiography, she says, our calculation of the prophetic time was so simple and plain that even children could understand it. Aber wisst ihr, dass Ellen White in ihrer eigenen Autobiografie geschrieben hat, Zitat, unsere Rechnung der prophetischen Zeit war so einfach und schlicht, dass selbst Kinder sie verstehen konnten, Zitat Ende. The 2300 years were incontrovertible. Die 2300 Abend und Morgen, da konnte man an der Interpretation nichts rütteln. So what were the opponents going to do who didn't like this idea that Jesus was coming? Was haben also die Gegner gemacht dieser Interpretation, die das nicht mochten, dass Jesus jetzt bald wiederkommt? Well, you find another place to attack, don't you? Ja, man findet eine andere Stelle, wo man angreifen kann, and oder? And this is when you read all the criticism towards Miller that it doesn't focus so much on the chronology. Und das ist das Interessante, dass all die Kritik an William Miller und seiner Interpretation sich nicht beschränkt auf Daniel 8 Vers 14 oder darauf eingeht so sehr, sondern auf andere Stellen seiner Interpretation. It goes a step back and goes to look at the little horn and who that is. Sondern die Kritik beginnt bei dem kleinen Horn und der Identität des kleinen Horns, wer das ist. Now, it would be good for all Adventists to know a little bit about the history of Antiochus Epiphanes. Es wäre gut für alle Adventisten ein bisschen über die Geschichte Antiochus Epiphanes Bescheid zu wissen. And the Millerites, they wrote a lot against that opinion because that is what the opponents used against the Advent hope. Und die Adventisten, die schrieben sehr viele Argumente, warum es nicht Antiochus Epiphanes sein kann, weil sie damit sehr konfrontiert wurden damals. Now we don't really have time, nor is it super exciting to listen to all the points on this. Also wir haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, das alles im Detail zu studieren. Es ist vielleicht auch nicht so super spannend. So I'll just leave it at two major points. Also möchte ich zwei Hauptargumente herausgreifen, anstatt eine erschöpfende Liste zu geben. First of all, people had believed this for centuries and centuries. Menschen haben das jahrhundertelang geglaubt. So this interpretation must have something that's convincing, right? Also muss an dieser Interpretation etwas sein, das ja logisch erscheint. It's kind of like the idea about everlasting hell. Was ist mit der Idee der ewig brennenden Hölle? I mean, if we're honest, there are some texts in the Bible that if you only look at them in isolation, they seem to be talking about an everlasting hell, right? Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es da doch Texte in der Bibel, die so über eine ewig brennende Hölle zu sprechen scheinen. But if you look at them in context, you see, no, that doesn't really make sense. Aber wenn man nicht nur diese isolierten Texte betrachtet, sondern den Kontext, dann merkt man, dass das kann nicht die Bedeutung sein. And the same is about the old interpretation of Daniel 8. Und das gleiche gilt in Bezug auf die alte Interpretation von Daniel 8. If you look at it closely, point by point, wenn man das Punkt für Punkt durchgeht, then it doesn't really hold up. Dann hat das keinen Hand und Fuß, diese Interpretation mit Antiochus Epiphanes. Let's maybe take a dive into that, though it's not so exciting. Lass uns doch ein bisschen hineintauchen, auch wenn es nicht ganz so spannend ist. First of all, the Millerites said that that wouldn't fit with the outline of Daniel chapter 2 and 7. Als erstes haben die Milleriten gesagt, also die Antiochus-Interpretation, die stimmt nicht überein mit der Gliederung von Daniel 2 und 7. Because those prophecies go from the time of the prophet Daniel all the way to the end. Denn diese Prophezeiungen, die beginnen in der Zeit des Propheten und gehen ganz bis ans Ende der Zeit. They also pointed out that the evening and morning phrase had nothing to do with the sacrifices. Sie stellten auch deutlich klar, dass diese Abendmorgen nicht in Verbindung standen mit den Opfern. That's what the old interpretation said. It said, oh, this is evening and morning sacrifices and Antiochus canceled them. Also das ist ja diese alte Interpretation, in der man davon ausging, dass diese Abendmorgen für die Abendmorgenopfer stünden und dass das gewesen sei, was Antiochus hinweggenommen habe. If you look at Genesis 1, evening and morning is just a phrase that means a day. Aber wenn man schaut in 1. Mose 1, dann ist dieser Ausdruck Abendmorgen einfach eine Beschreibung für einen Tag und steht in keiner Verbindung mit einem Opfer. And Antiochus didn't really become exceedingly great or powerful. Und Antiochus Epiphanes ist nicht überaus mächtig und groß geworden.
But the little horn in Daniel 8 is described as exceedingly great. Aber das Horn hier, das kleine Horn in Daniel 8 wird beschrieben als überaus groß. And it is successful against all its opponents in the chapter. Es ist erfolgreich gegen alle seine Gegenspieler. Now, I could share with you more about that, but I actually encourage you to read a little bit about it. Ich könnte noch mehr Argumente mit euch teilen, aber ich möchte euch ermutigen, es für euch selbst zu studieren. I think it's good for us both to understand history. Ich denke, es ist gut für uns, Geschichte zu verstehen. And it's also good for us to know what other people think, right? Und es ist auch gut zu wissen, was andere Menschen denken. We do that with other topics as Adventists. Wir machen das doch auch bei anderen Themen so als Adventisten. We know that people think Sunday is the Sabbath. Wir wissen, Menschen glauben, der Sonntag sei der Sabbat. And we know that people think that it's okay to eat unclean foods. Und wir wissen auch, es gibt Menschen, die glauben, es ist okay, unreine Speisen zu sich zu nehmen. And we know the arguments for those beliefs. Und wir kennen die Argumente für diese Glauben. But the reason why it's good in the story about the Millerites. Aber warum ist es jetzt gut, das auch in der milleritischen Interpretation zu wissen? It's just to see that this wasn't about numbers and horns for the Millerites. Das ist wichtig zu wissen, weil es für die Milleriten weniger um Zahlen und Hörner ging. What was at stake was, am I able to show people that Jesus is coming? Sondern was wirklich sozusagen auf dem Spiel stand war, kann ich aus der Bibel heraus erkennen, dass Jesu buchstäbliches Kommen nahe bevorsteht. So it wasn't a scholarly hobby. Also das war nicht hier so ein Hobby der Gelehrten. It was about salvation. Es ging um die Erlösung. Now, the sad thing about us as Adventists today and the Antiochus interpretation. Das Traurige an uns Adventisten heutzutage und der Antiochus-Interpretation ist, is that most of Adventists, or many at least, don't really know what other people believe about this chapter. Das Traurige ist, dass die meisten Adventisten oder wenigstens viele Adventisten nicht wissen, was andere über dieses Kapitel glauben. For some Adventists, Antiochus Epiphanes becomes the exit door to leave Adventism. Und für manche wird sogar dann Antiochus Epiphanes diese Hypothese zur Hintertür aus der Gemeinde heraus. I don't think the reason for that is because the old interpretation is so overly compelling. Ich glaube nicht, dass der Grund daran liegt, dass die Argumente dieser alten Antiochus-Interpretation so sehr überzeugend wären. I think it is because we know what Sabbath means to us, and that's why we don't fall for other interpretations. Sondern ich denke, es ist zum Beispiel liegt es daran, wir wissen, was der Sabbat für uns bedeutet, und deshalb verfallen wir nicht anderen Interpretationen. We know what it means if hell is eternal or if it is not. So we don't give that up easily. Und genauso, wir wissen bei der Hölle, was es bedeuten würde, wenn sie ewig brannte oder wenn sie es nicht täte. Und deshalb verfallen wir da nicht schnell einem Irrglauben. But we sometimes really don't know what Daniel 8 is supposed to mean to us. Aber bei Daniel 8 sind wir uns manchmal nicht so sicher, was das jetzt für uns persönlich bedeutet. So for some it's easier to give up than other beliefs. Deshalb ist es für einige leichter, die wahre Interpretation aufzugeben, als jetzt zum Beispiel die Interpretation von der Hölle. So what does Daniel 8 mean to us? Was bedeutet denn jetzt Daniel 8 für uns? Well, that really depends on your theology of disappointment. Das hängt ab von deiner Theologie der Hoffnung. We know what Daniel 8 meant to the Millerites. Wir wissen, was Daniel 8 für die Milleriten bedeutete. It meant that Jesus was coming soon. Es bedeutete, Jesus kommt bald. And then they were disappointed for he did not come. Und dann wurden sie enttäuscht, weil nicht kam. And we often compare this disappointment with the disappointment of the early disciples, right? Und wir vergleichen das oft mit der Enttäuschung, die ersten Jünger Jesu durchmachten. We often do that for apologetic purposes. Und wir machen das sozusagen als Selbstverteidigung, Apologetik. We show, look, the disciples, they were really the disciples of Christ. They were disappointed, but they were still the disciples. Und wir versuchen dann zu sagen, na ja, die Jünger Jesu, die waren ja wirklich die Jünger Jesu und trotzdem wurden sie enttäuscht. And look, the Millerites, they were really being led by God, and yes, they were disappointed, but they were still being led by God. Aber die Milleriten genauso, die wurden ja wirklich von Gott geführt, aber dennoch wurden sie enttäuscht, aber Gott führte sie.
But I think we can take this comparison much further. Aber ich glaube, wir können diesen Vergleich viel weiterbringen. So let's look at the disciples. Lass uns die Jünger noch mal anschauen. What were they hoping for? Worauf hofften sie? They were hoping for the kingdom of God, right? Sie hofften auf das Königreich Gottes, nicht wahr? They believed that Jesus had come to establish his kingdom on earth. Sie glaubten, Jesus war gekommen, um sein Reich auf dieser Erde zu errichten. And what were their reasons for such a belief? Was waren ihre Gründe für solch eine Annahme, einen solchen Glauben? Well, let's look at few passages. Lasst uns ein paar Texte anschauen. Let's go to, shall we say, Matthew, the Sermon on the Mount. Matthäus, Bergpredigt. And if we look into the Lord's Prayer. Und dort das Vaterunser, Kapitel 6. Let's see. Where am I? In verse 10, Matthew 6, verse 10. Matthäus 6, Vers 10. Jesus tells his disciples how to pray. Da lehrt Jesus seine Jünger, wie sie beten sollten. Your kingdom come. Dein Reich komme. And if we go to other passages in Matthew where Jesus is preaching. Und wenn wir uns andere Textstellen in Matthäus anschauen, wo Jesus predigt. The message of Jesus is summed up as repent, for the kingdom of God is at hand. Dann kann man die Lehre Jesu zusammenfassen mit diesem einen Satz: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. And once the disciples they came to Jesus and they asked him about this, you know, the kingdom and what can we expect here? Und einmal kamen die Jünger sogar zu Jesus und haben ihn direkt gefragt: Ja, was hat es da auf sich mit dem Himmelreich? Was können wir erwarten? And he promised them that they would sit on 12 thrones and judge all of Israel. Und er sagte ihnen, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und ganz Israel richten. And then they go to Jerusalem. Und dann gehen sie nach Jerusalem. And Jesus says, I'm gonna make a special entry this time. Und dann sagt Jesus, ich werde jetzt das Besonderes unternehmen. So he rides into the capital as a king. Und er reitet auf einem Esel als König ein in Jerusalem. Wow, can you imagine how the disciples felt? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben, they wie sie empfunden haben? It's happening. It's going to happen. Sie dachten sich, jetzt geschieht es vor unseren Augen. But then none of it actually happened. Und dann kam nichts dergleichen. Jesus died and the hopes of the disciples were completely crushed. Jesus starb und die Hoffnung der Jünger war am Boden zerstört. Now then we have a disappointment and let's look at what happens after that in the case of the disciples. Also eine gewaltige Enttäuschung, aber wie ist es dann mit den Jüngern weitergegangen? Now we know that Jesus came to them and he explained that they had misunderstood something, right? Jesus kam zu ihnen und erklärte ihnen, was sie falsch verstanden hatten. Das wissen wir. But here's what he did not say to them. Aber hier ist, was er ihnen nicht gesagt hat. He did not say, er hat nicht gesagt, sorry about the disappointment. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. No thrones for you. Keine Throne für euch. In fact, the problem is you guys. In der Tat, eigentlich seid ihr das Problem. You know, you're kind of selfish. Ihr seid selbstsüchtig. And we need to kind of prepare you more for the kingdom. Und wir müssen euch etwas mehr vorbereiten für das Himmelreich. You also have a massive task that you haven't even started. Und ihr habt hier eine massive Aufgabe, die ihr noch nicht mal begonnen habt. There's a whole planet and you have to go everywhere and tell everybody. Und da ist ein großer Planet, ihr müsst überall hingehen und alle warnen. And once you have done that and you've been obedient enough, then I will come. Und wenn ihr das gemacht habt und gehorsam genug wart, dann werde ich kommen. You see what I'm saying? Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Now, I'm not saying that some of that is untrue. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass einiges von dem, was ich erwähnt habe, nicht wahr ist. The disciples did have a task to preach again, right? Jünger hatten eine große Aufgabe, richtig? Yes, they did. Das ist wahr, ja, sie hatten diese Aufgabe. But this task, though it was a privilege, was not the source of their happiness. Aber diese Aufgabe, obwohl es ihr Privileg war, war nicht die Quelle ihres Glücks. The reason why the disciples went out preaching their heart out was because they still had hope.
sondern die Quelle ihres Glücks, warum die Jünger immer noch hinausgingen oder dann hinausgingen, voller Freude das Evangelium verkündigten, war dieser. You see, Jesus didn't take their hope away, he just refined it. Dass sie noch eine Hoffnung hatten. Jesus hat ihre Hoffnung nicht weggenommen, er hat sie gereinigt. Their hope for the kingdom of God had been mingled with a little bit of selfishness, it's true. Ja, ihre Hoffnung auf Jesu Reich waren vermischt ein bisschen mit Selbstsucht. In their day, the Jews had not exactly the right idea of the kingdom of God. Und in ihrer damaligen Zeit hatten die Juden nicht die richtige Vorstellung vom Reich Gottes. They saw Messiah as kind of like a military leader who would save them from the Romans. Sie sahen den Messias an als einen Militäranführer, der sie von dem Joch der Römer befreien würde. There wasn't a lot of focus on salvation from sin. Da war nicht so sehr der Schwerpunkt auf die Erlösung von Sünde. Am I saying that the disciples did not have that focus? Sage ich jetzt, dass die Jünger das nicht erkannten? No, they did. They loved Jesus. Sie haben es erkannt, sie liebten Jesus. And we know that they were following him and they did understand that he also had a spiritual message. Und sie liebten es, ihm zu folgen, und sie verstanden auch, dass er eine geistliche Botschaft hatte. But while the disciples loved Jesus, they had not comprehended how deep his love for them was. Aber obwohl die Jünger Jesus liebten, hatten sie nicht verstanden, wie tief seine Liebe zu ihnen war. Yes, they would reign with Christ. Ja, sie würden herrschen mit Christus. But to establish the kingdom, Jesus would do for them what they had not even dreamed about. Aber um das Königreich zu errichten, machte Jesus etwas, wovon sie nicht einmal träumten. Jesus would die for them. Jesus starb für sie. And he would then ascend to heaven. Und er ging dann in den Himmel. And he would present his sacrifice to the Father. Und er bot dort sein Opfer dem Vater dar. And he would say, "My Father, I want that those who belong to me may be where I am." Und er sagte dann, Vater, ich möchte, dass die bei mir sind. And the joy of the disciples had no limit. Und die Freude der Jünger kannte keine Grenzen. They were going to have the honor of being the founders of this kingdom. Und sie hatten die Ehre, die Gründer dieses Königreichs zu sein. And now, for some weird reason, they faced poverty, persecution and ridicule, all the things that they had hated before. Und nun, aus einem komischen Grund, erlitten sie Hunger, Armut, Verfolgung, all das, was sie vorher hassten. Because they now had an even greater hope than what they had before. Denn jetzt hatten sie eine viel größere Hoffnung als jemals zuvor. Jesus had died for them to be their king. Jesus war für sie gestorben, um ihr König zu sein. And as truly as he was sitting in his throne in heaven, they would one day reign with him. Und genauso wahrhaftig, wie er auf seinem Thron im Himmel saß, würden sie eines Tages mit ihm regieren. Now let's go to the Millerites. Nun zurück zu den Milleriten. They had the same hope as the disciples, the hope that Jesus would establish his kingdom. Und diese Milleriten hatten die gleiche Hoffnung wie die Jünger damals, dass Jesus sein Königreich errichten würde. And when Jesus didn't come, their hopes were crushed. Und als Jesus nicht kam, war ihre Hoffnung am Boden zerstört. And it's true, like the disciples, they had misunderstood some things. Und genauso wie bei den Jüngern ist es wahr, dass es da ein paar Dinge gab, die sie falsch verstanden hatten. And Jesus, just like with the disciples, he continued to explain to the Adventists what they had misunderstood. Und genauso wie bei den Jüngern damals erklärte Jesus den Adventisten nun, was sie falsch verstanden hatten. And I'm here assuming that you do know a little bit about that. Und ich nehme nun an, dass ihr hier ein bisschen wisst, Bescheid wisst. Jesus wasn't going to come right away to earth, but he entered the most holy place in the heavenly sanctuary. Jesus sollte nicht direkt auf die Erde kommen, sondern zuerst das Allerheiligste im Himmel betreten. And this is where the comparison with the disciples completely breaks down. Und das ist jetzt, wo dieser Vergleich zwischen den Jüngern und der Adventbewegung auf einmal aufhört. The disciples had been disappointed, but then they received an even greater hope. Die Jünger wurden enttäuscht, aber sie erhielten eine größere Hoffnung. And they had this greater hope because they realized Jesus had something even more for them than what they had dreamed for. Und sie hatten eine größere Hoffnung, weil sie erkannten, Jesus hatte etwas bereit für sie, was noch größer war als alle ihre Träume. Now the Adventists, they were also disappointed. Nun, die Adventisten wurden auch enttäuscht.
And then they realized that Jesus had something for them. Und dann erkannten sie ja, Jesus hat dann noch etwas für sie. And that is what Daniel 8 means for most Adventists today. Und das ist, was Daniel 8 für die meisten Adventisten heute bedeutet, noch etwas. It means something. Noch etwas. We sometimes present it in the following way. Wir stellen das manchmal dann so dar in unserer Verkündigung. The Millerites were so excited because Jesus was going to come. Die Milleriten waren so gespannt, weil Jesus bald kommen würde. But then we realized that first the people of God have to become perfect. Aber dann erkannten wir, dass erst das Volk Gottes vollkommen sein müsste. Or cleanse their character or keep the law. Oder dass der Charakter gereinigt werden müsste und das Gesetz gehalten. And we haven't really done that. Und das haben wir nicht wirklich gemacht. And that's why Jesus hasn't come, and that's our fault. Und deshalb ist Jesus noch nicht gekommen. Das ist unser Fehler. Or we say, no. God is just kind of taking out the garbage in heaven. Oder wir sagen einfach, ja, Gott entledigt sich einfach hier, ja, des Mülls im Himmel. He's cleaning out the sin. Er reinigt von Sünde. And for some reason, that's good news. Und aus gewisser Hinsicht ist das gute Nachricht. And he'll come when he sees the time has come. Aber er wird dann kommen, wenn er denkt, dass die Zeit die richtige ist. Now I'm not saying that those views are completely wrong. Ich möchte nicht sagen, dass diese Sichtweisen komplett verkehrt sind. But I mean truly, be honest with me. Aber ehrlich, seid ehrlich zu mir. Does any of that sound exciting to you? Klingt das aufregend, spannend in euren Ohren? Does that sound even more exciting than what the Millerites have? Ist das noch was Besseres, als die Milleriten hatten? You see, I believe this is the reason why it's important for us as Adventists to study Daniel 8 today. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass es für uns als Adventisten heute wichtig ist, Daniel 8 zu studieren. It is not supposed to mean something for us. Es soll uns nicht nur irgendetwas bedeuten. It is supposed to mean something better. Es soll uns etwas Besseres bedeuten. And something better than the Millerites had, that's a pretty high bill to fill. Und jetzt etwas Besseres als das, was die Milleriten erhofften, das ist ein ziemlicher Anspruch. Now, we will have more lectures here and we should all be studying this topic. Wir werden noch weitere Studien hierzu haben und wir sollten das noch mehr studieren für uns. But I would like to give maybe just a gist of what I think is the direction that we should go. Aber ich möchte hier einen Vorschlag machen, in welche Richtung wir weiterdenken sollten, was diese größere Hoffnung ist. The disciples had their hopes crushed. Die Jünger hatten ihre Hoffnung am Boden zerstört. But their disappointment actually didn't throw away their hope, it confirmed it. Aber ihre Enttäuschung verwarf nicht ihre Hoffnung, sondern reinigte sie, veredelte sie. There was a depth to the love of God that the disciples had not understood. Da gab es eine Dimension und der Tiefe der Liebe Gottes, die sie vorher nicht verstanden hatten. And when Jesus died for them, they knew that their former hope would become true. Und als Jesus für sie starb, wussten sie, dass ihre ehemalige Hoffnung wahr werden würde. I believe it's the same with the Millerites. They were greatly disappointed. Genauso die Milleriten, sie wurden schrecklich enttäuscht. And if the theology of disappointment that I'm presenting to you is true, und wenn diese Theologie der Hoffnung, die ich euch darstelle, stimmt, that God always gives something better, dass Gott immer etwas Besseres anstatt dessen gibt, we should not only have the great disappointment, dann sollten wir nicht nur diese große Enttäuschung haben, but we should have the great hope, sondern wir sollten diese große Hoffnung haben. And I think that the exact thing that disappointed the Millerites, und ich denke, dass genau das, was die Milleriten enttäuschte, is what confirmed their hope. Genau das war, was ihre Hoffnung bestätigte. What Jesus is doing in heaven, was Jesus tut im Himmel, is what he is doing to make sure that he comes again to take his people home. Ist das, was er machen muss, um sicherzustellen, dass er auf diese Erde wiederkommen kann, um seine Jünger zu sich zu holen. And I think that when we see that topic as a new depth in the love of God and in the forgiveness of God, und wenn wir dieses Thema verstehen als eine neue Dimension in der Tiefe der Liebe Jesu und in seiner Vergebungskraft, nobody will have to give us evangelistic training.
dann muss uns niemand evangelistische Ausbildung geben. Nobody will have to drag teenagers through calculating 1844. Und niemand muss die Teenager herbeizerren, um ihnen 1844 auf der Zeittafel zu erklären. They will tell their friends about it themselves. Sie werden es ihren Freunden von selbst erzählen. So to our initial question, zurück zu unserer ursprünglichen Frage, what happens when you place your hope in God and get disappointed? Was geschieht, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt und enttäuscht wirst? Will God give you something better, or is that it? Wird Gott dir etwas Besseres geben, oder war es das? The answer is a resounding something better. Die Antwort ist ein ganz klares und widerhallendes: Gott wird uns etwas Besseres geben. And that helps us to answer the first question: What did Daniel 8 mean, and what does it mean today? Und das hilft uns auch, die Frage zu beantworten: Was bedeutete Daniel 8 damals, und was bedeutet es heute? To the Adventists, it meant that Jesus was coming soon. Den Adventisten bedeutete es damals, dass Jesus bald kommt. And that is what it should mean for you and me today. Und das ist, was es auch uns hier und jetzt bedeuten soll. Except that it should mean that with a double power than it was for the Millerites. Mit dem einzigen Unterschied, dass es für uns das mit der doppelten Macht bedeuten sollte als damals für die Milleriten. Now I'm sure there are many here who have studied this topic before. Ich denke, hier sind viele, die dieses Studium, dieses Daniel 8 vorher studiert haben. And I am confident there are some here who are actually, if they're honest, kind of disappointed with the Adventist message. Und ich kann mir vorstellen, dass hier aber auch einige sind, die so ein bisschen enttäuscht sind vielleicht mit der adventistischen Interpretation. You know, you don't want to be a heretic, so you do say yes, Jesus is coming soon. Man möchte kein Heretiker sein, und deshalb sagt man, ja, Jesus kommt bald. But you say maybe, but really? Aber man fragt sich vielleicht so in sich selbst, aber wirklich? Now, this is where the good news come in. Das ist jetzt, wo die gute Nachricht ansetzt. The good news aren't only good news until you get disappointed and oh wow, you just ruined the good news for yourself. Sondern die gute Nachricht sind nicht einfach nur gute Nachricht, bis sie schließlich am Boden zerstört wird und man sich selbst ruiniert hat. The good news are always good news. Sondern die gute Nachricht ist immer gute Nachricht. So if you have been kind of disappointed with that you expected more from the Advent message, und wenn du vielleicht enttäuscht warst oder bist und etwas mehr dir erhofft hast von der Adventbotschaft, then according to what we know about God and disappointment, we can say you can have a new beginning in your religious experience. Dann können wir sagen, von dem, was wir studiert haben und über die Theologie der Hoffnung und wie Gott ist, dass wir einen weiteren Grund haben zu hoffen. Because when we see how much God actually loves us, denn wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns wirklich liebt, and when we see what Jesus is doing for us in heaven, und wenn wir verstehen, was Jesus für uns jetzt tut im Himmel, we will prophesy again like Revelation 10 says, dann werden wir noch mal weissagen, wie es in Offenbarung 10 heißt. Except that time the message will only be sweet. Aber mit dem einzigen Unterschied, die Botschaft wird dann nur noch süß sein. There will be no bellyache in the end. Da wird es keine Bauchschmerzen am Ende geben. Now I want to close with one final verse. Ich möchte mit einem letzten Vers schließen. I'll allow you to turn there so we open the Bible some. Turn with me to Psalms 94. Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen bei Psalm 94. Psalm 94 verse 9. Und dort Vers 9. In Psalm 94:9 we read. Psalm 94, 9 lesen wir. God is asking in the psalm. Hier stellt Gott eine Frage. He who planted the ear, does he not hear? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? He who formed the eye, does he not see? Der das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen? We can also take it a step further. Wir können sogar einen Schritt weitergehen. He who made the human heart, er, der das menschliche Herz geschaffen hat, does he not understand it? Versteht er es nicht? He who gave to humans desires and hopes, will he not fulfill them? Der, der den Menschen Wünsche und Hoffnungen ins Herz gegeben hat, wird er sie nicht erfüllen? And what is the greatest hope that a human can possibly have? Und was ist die größte Hoffnung, die ein Mensch jemals haben kann? The greatest hope that the human heart can have is Jesus Christ. Die größte Hoffnung, die jemals ein menschliches Herz haben kann, ist Jesus Christus. And when your hope is in Jesus, und wenn deine Hoffnung in Jesus ruht, other things may disappoint you,
dann mögen andere Dinge dich enttäuschen. But Jesus will not be disappointing. Aber Jesus nicht. God has not taken the hope of his return away from this church. Gott hat die Hoffnung auf seine baldige Wiederkunft seiner Gemeinde nicht weggenommen. On the contrary. Im Gegenteil. God has confirmed the hope of the return of Christ for Adventists. Gott hat für die Adventgemeinde die Hoffnung auf seine baldige Wiederkunft bekräftigt. And that is what Daniel 8 means for us today. Und das ist, was Daniel 8 für uns heute bedeutet. Let's bow our heads and close with prayer. Lasst uns unsere Häupter neigen. Ihr dürft aufstehen und wir wollen noch gemeinsam beten. Our wonderful God in heaven. Unser wunderbarer Gott im Himmel. It is amazing that we can address you and we know that our prayer reaches your ear. Es ist wunderbar, dich zu erkennen und zu wissen, dass unsere Worte an dein Ohr dringen. You hear our voice and you see us as we stand here. Du siehst uns und du hörst uns, wie wir hier stehen. God, this weekend we are studying the hope that the Millerites had. Gott, wir studieren an diesem Wochenende die Hoffnung der Milleriten. It is my prayer that you will kindle their hope in our hearts. Und es ist mein Gebet, dass du diese Hoffnung, Herr, in uns entzündest, entfachst. So that we will see all that Jesus means to us. So dass wir erkennen, was alles Jesus uns bedeutet. That is my prayer in his name. Das ist mein Gebet in seinem Namen. Amen. Amen.